So, ihr seht, das ist eine Buskarte, eine Einzelfahrt in Vollpreis. Ja, die habe ich in Salzburg eingelöst an einem Samstag, den 1. Juli 2023. Das ist ein Samstag. Und mir ist heute zugetragen worden, dass wir in Salzburg samstags gar keine Fahrscheine bezahlen müssen. Busfahren ist gratis. Naja, die Entwertungsmaschinen drinnen haben es deswegen aber trotzdem nicht ausgeschalten. Und somit musste ich wohl, wie die anderen, was da einsteigen, als einziger zahlen. Und das Geld hole ich mir jetzt zurück. Hallo. Heute am Samstag ist ja freies Ding. Warum habt ihr dann die Entwertung noch drinnen? Was für Entwertung? Ja, ich habe heute die Karten da reingedruckt und zahlt. Wo? Da bei Ihnen in den Entwerter, beim Herfahren. Und somit hätte ich gern 2,10 Euro zurück. Nein, von mir kriegst du gar nichts. Von Ihnen kriege ich gar nichts. Ja, musst du der Firma melden. Muss ich das der Firma melden, ja. Ich werde das jetzt ziemlich beanstanden. Ich bin ja von der Presse. Ja, ist egal, aber das. Aber es ist ja ein Witz, dass es überhaupt sehr. Wieso schaltet es die Automaten da rein? Ja, das ist automatisch so eingestellt. Automatik, Automatik kann ich auch aufstellen, oder? Ja, ich habe einen automatischen Daumen. Wissen Sie, was kostet der eine Mitarbeiter, dass er was macht? Was das kostet? Ja. Wissen Sie, was ich koste? Ja, das ist doch auch jeden Scheiß egal, oder? Ja, das ist von der Firma. Fragen Sie bei der Firma, ich weiß nicht. Ja, ja, da werde ich noch ein paar zu machen. Mann, ja. Sie sind angestellt, aber trotzdem. Ich bin zum Fahren, weißt du. Das, ja, nur zum Fahren. Alles ist scheißegal. Meine Automaten sind nicht. Die letzten 3 Jahre waren uns alles scheißegal und haben uns da irgendwo hingeführt, oder? Ja, das ist nichts meine Sache. Ja, ja. Müssen Sie bei der Firma melden. Ja, auf alle Fälle. Also da hätte man zum Beispiel Werbung machen können auf dieser Tafel oder da ein Riesenplakat. Da hätten wir auch Werbung machen können, dass man am Samstag nicht zahlen braucht. Ja, Moment. Ich steige jetzt mal beim Bus aus und dann können wir weiterreden. Also, ich schalte ja nicht aus, ohne mich vorher bei euch zu verabschieden, ja. Aber zuvor nur eine kleine Retrospektive von der Busfahrt, die jetzt gerade eben. Da diese, wie sagt man denn, diesen Monitor, da kann man viel entnehmen. Zum Beispiel der niederländische König entschuldigt sich für die Sklaverei. Der Biden setzt sie für die Studierenden ein. Ja, Salzburg ist vergleichbar wie die Stadt Venedig, eine wunderschöne Stadt, hat man da lesen können. Ein Haufen Getränke, Markenwerbungen haben wir da gelesen. Was will ich damit jetzt sagen? Genau da hätte man zum Beispiel einmal einblenden können, dass man am Samstag nicht für den Bus zahlen muss. Es wird irgendwie unter den Tisch gekehrt. Ich habe ja gesehen, die an meiner Buskarten, der Datum drauf, dass die Entwertungsmaschinen der Fahrkarten nicht ausgestellt werden. Das kostet ja Geld, hat er gesagt. Das traut er sich sagen auch noch. Naja, also es wird nicht großartig beworben, dass man Samstag nicht Bus fahren, also nicht zahlen muss zum Bus fahren, gell? Ja, jetzt kennt ihr mich, ich bin einer, der regt sich halt einmal ein bisschen gern auf. Das ist mein Lebenssinn. Meine Lebensaufgabe ist es auch, den Menschen auf die Nerven zu gehen. Und warum ist es meine Lebensaufgabe? Weil es ja kaum einer macht. Somit wisst ihr jetzt Bescheid. Samstage braucht es die nächste Zeit nicht für den Bus zahlen. Mein Geld werde ich dann bei der Zentrale zurückverlangen. Das werde ich natürlich dann auch auf Video aufnehmen. Es wird dann ein zweiter Teil werden. Ich will nicht warten, bis ich erst da drinnen war und dann das da zu dem Filmmaterial dazu schneiden. Ich finde, zwei knackige Videoteile machen doch was her. Ja, schreibt es vielleicht unter die Kommentare, wie es ist, das so findet mit dem Busfahren in Salzburg. Wenn man an rausschmeißen hätte ich noch, wenn es um Busse geht. Das ist jetzt nicht ganz gesichert, was ich jetzt euch erzähle. Aber man sagt, dass der Haslauer, ja, unser Landeshauptmann,
Investoren sucht, Privatinvestoren, damit sie einer die O-Busse bei uns annimmt, also kauft. Was sollte ich da verhalten? Im Grunde, die Busse sind Volkseigentum. Das gehört der Stadt Salzburg. Und die Stadt Salzburg, das sind wir, die Bürger. Und wenn du, Haslauer, jetzt da an irgendwelchen privaten Investoren unsere O-Busse verkaufen möchtest, finde ich nicht so gut. Unser Eigentum verkaufen für ein paar Millionen Euro, gell? Ja, klar, dann haben wir ein paar Millionen Euro, oder wie? Na, es wird eh wieder in die Ukraine dann weitergespendet, gell? Also, Kupf die Katsch, gar nichts haben wir dann davon. Wahrscheinlich dürfen wir nachher noch diese Privatinvestoren subventionieren mit unseren Steuergeldern, falls es einmal hapert, mit der Oberbusleitung, falls es repariert gehört und so, gell? Ich kenne das ja, wie? Ja, und so ist es generell, wenn man was privatisiert. Volkseigentum, ja. Also, wie gesagt, diese Story, dass der Haslauer Privatinvestoren für die O-Busse sucht in Salzburg, ist nicht ganz gesichert. Ich habe es vor allem gehört, der recht glaubwürdig ist. Und somit nehmen wir das mal einfach so an und beobachten wir das weiter, gell? Also Haslauer, wir haben die in Auge, gell? Brav bleiben. Und der Rest von euch, gehabt euch wohl, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liken ist geil beim Video, teilen ist noch viel, viel geiler. Weiterverbreiten und regelmäßig reinschauen, wenn ihr Lust habt. Der Elvis und ich freuen uns und somit, gehabt euch wohl.